Glücklich sein könnte so einfach sein. Ist es bei uns zumindest, aber in der Praxis nicht immer. Deshalb möchten wir heute aus unserer Erfahrung sprechen, wie wir mit solchen Situationen umgehen und dann auch wieder zurück zur Positivität finden. Wir sind Anja und Ilan, freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir bauen uns ja immer noch ein Tiny House auf Rädern und da kommen wir auch schon zum Thema Glück, ne? Genau, wir sind ja derzeit in der Warteposition. Das ist für uns zumindest der Anlass, auch über das Glück zu sprechen oder wie wir immer wieder auch zu den positiven Gedanken zurückfinden, gerade in schwierigeren Zeiten. Gerade in der heutigen Zeit auch, ja. Bei mir wirkt sich diese Phase so aus, dass ich meistens Wut oder Frust empfinde. Das heißt, meine Trauer wird dann eher zur Wut. Ich weiß zumindest, dass das Wut auf mich ist. Also ich gebe keinen anderen dafür die Schuld. Aber es ist schon so, dass ich oftmals denke oder glaube, dass meine Glücklichkeit von äußeren Faktoren abhängig ist. Stimmt, da sagst du ganz oft, wäre diese und jene Situation anders oder ne, würden wir gerade dort sein oder hätten wir dieses und jenes schon erreicht, dann würde es mir viel besser gehen. Ja, es ist fast so, als würde ich mir nicht erlauben, glücklich zu sein. Ich suche quasi dann, ich bin dann auch grundsätzlich pessimistisch gestimmt oder pessimistischer gestimmt leider. Und komme dann, wenn ich mich einmal hineinsteigere, sehr, sehr schwer raus. Es folgt dann quasi eine Art Resignation und eine Lustlosigkeit über den Tag hinweg und mangelndem Optimismus. Und ich versuche dann auch zu kompensieren, natürlich. Also ob es jetzt das Essen ist oder ob ich mir irgendwas Schönes kaufen möchte. Ich konsumiere, um das Ganze zu kompensieren. Das ist aber leider kein, hallo Vincent. Es ist aber dann leider kein nachhaltiges Gefühl, sondern eigentlich nur ein Kurzzeithoch. Und dann geht's, dann fällt das wieder ab. Ja, wie geht's dir in dem Moment? Ja, doch, ich bade mich dann auch erstmal ganz gerne. Also wenn mich dann die Negativität mal erwischt, dann möchte ich auch gar nicht mehr in diese produktive Phase reinkommen, dann fällt es mir erstmal schwer, mich auf das Positive zu konzentrieren, so wie das morgens beim Meditieren eigentlich recht easy ist. Aber wenn man einmal in diesem Tief drin ist, dann will man ja auch manchmal gar nicht über die positiven Dinge nachdenken, so geht es mir zumindest. Ja. Und ich verliere mich dann ganz gerne tatsächlich in YouTube-Videos. Ich komme dann in so einen Kreis rein, wenn ich morgens nicht mit meiner Routine starte. Dazu kommen wir gleich, wie ich das auch vorbeugen kann. Aber wenn ich morgens nicht in meine Routine komme und zum Beispiel früh morgens YouTube-Videos gucke, das ist der Killer für mich persönlich, dann ist mein Zeitfenster total durcheinander. Das heißt, alles, was ich sonst am Vormittag gemacht hätte, habe ich schon mal bis Mittag nicht gemacht. Und das setzt mich dann wieder unter Druck und unter Stress. Und dann fange ich an zu essen, obwohl ich keinen Hunger habe. Das heißt, ich kompensiere auch, ich esse dann emotional. Und man möchte dann an dem Tag gar nicht mehr raus. Also es ist dann irgendwie, der Tag ist gelaufen und dann ist alles egal und dann schiebt man weiter in sich rein. Es dauert bei dir auch länger. Total. Also es dauert bei dir schon sehr lange, bis du wieder runterkommst. Ja. Bei mir ist das so ein Auf und Ab, Auf und Ab, Auf und Ab. Das kann schnell hochgehen, schnell wieder runtergehen, schnell wieder hochgehen. Und bei mir ist das dann konstant für den Tag. Bei ihr ist der ganze Tag gelaufen. Aber man kriegt mich auch raus. Aber das ist gleich, dann kommen wir jetzt eigentlich schon zur Lösung, oder? Gut, zur Lösung kommen wir jetzt. Die eine Methode, die mir immer wieder hilft, ist Kommunikation. Ich kommuniziere dann mit dir. Wir sprechen offen darüber. Natürlich ist es ja unverkennbar, dass ich schlecht drauf bin, natürlich spürst du dann auch alles. Wir sind ja jeden Tag zusammen. Das Soziale hilft mir, eine Übersicht zu schaffen, Ordnung zu schaffen, wieder eine Struktur reinzubekommen in meinem Kopf, eine andere Perspektive, einen anderen Blickwinkel, damit ich das Ganze wieder ganzheitlich betrachten kann. Also aus dieser Situation herauszukommen, aus dieser Momentaufnahme wieder ins Ganzheitliche und dann zu sehen, dass es mir eigentlich gar nicht so schlecht geht, weil das Negative hervorzuheben ist natürlich immer leichter als das Positive zu sehen. Das ist auf jeden Fall für mich so. Und jetzt kommt der Schalter, obwohl es auch sehr, sehr einfach ist, muss ich ehrlich sagen, wenn ich dich bereits angesteckt habe. Das ist das Einfachste für mich, ganz komisch. Kein Problem, machen wir so. Wenn Anja schlecht drauf ist
und ich bin der Auslöser, dann ist das für mich ein Hebel zu sagen, und jetzt reicht's. Dann geht's dir ja wieder gut. Nee, dann geht's mir nicht gut. Dann geht's mir nicht gut, weil ich dich angesteckt habe. Aber ich schalte dann irgendwie um und denke mir, und jetzt reicht's mit deinem Quatsch. So, es reicht heute. Oder wir machen so einen Powerspaziergang. Das hilft dir auch immer sehr. Das hilft mir sehr. Da komme ich schon zu meinem nächsten Punkt. Genau, und Powerspaziergänge helfen mir. Also wir nennen die jetzt mal so. Wir gehen dann 2-3 Stunden spazieren. Weil wir nicht joggen. Powerspaziergänge. Also Bewegung hilft grundsätzlich. Wenn ich morgens schon mal Yoga mache, beziehungsweise meditiere, das mache ich jetzt nicht so oft wie du, aber hin und wieder mal heute habe ich es gemacht, 5 Minuten. Es hat mir sehr geholfen, weil ich war eigentlich nicht gut drauf die letzten 2 Tage. Aber was mir am meisten hilft, ist einfach mal zum Lächeln. Einfach mal zum Lächeln. Wie heißt die eine Wissenschaftlerin und Dozentin nochmal? Vera Birkenbiel. Ja. Das ist schon, da haben wir noch in Berlin, als wir so in unserer Umbruchphase waren, nicht wussten, bauen wir das Tiny House oder nicht. Das war ja auch eine schwierige Phase. Super cool, die Frau. Da haben wir uns ganz viele YouTube-Videos von Vera Birkenbiel angeguckt. Also wenn ihr gute Laune wollt, dann könnt ihr euch die auch anschauen. Die ja, ist wirklich super. Wir schauen mal, ob wir noch ein paar Videos raussuchen können. Von ihren Seminaren, ne? Und verlinken euch das unter dem Video in der Infobox. Ja, und sonst, wie machst du das? Wenn du wieder raus möchtest aus der Negativität, aus dieser Spirale? Also man kann bei mir immer nur hoffen, dass meine schlechte Laune dann erst zum Abend hinkommt, weil es ja oft relativ lange anhält oder es ist für mich persönlich einfach schwer, da rauszukommen. Was mir hilft, ist, wenn man komplett aus dem Tag, aus der Situation rausgezogen wird, rauskommen, genauso wie dieses Spazierengehen hilft mir total, oder eine Verabredung. Mir hilft es dann auch, arbeiten zu gehen, einfach aus diesem Umfeld, wo ich die Möglichkeit habe, viel über meine negativen Gedanken nachzudenken, auch mal rauszukommen. Einmal diesen Kreislauf zu durchbrechen, mal eine Pause einzulegen, das hilft mir persönlich sehr. Oder tatsächlich dann einfach auf den nächsten Tag zu warten. Du kannst aber ja damit vorher auch einschlafen, ne? Ich könnte das ja gar nicht. Ja, weil ich aber im Kopf weiß, dass es am nächsten Tag alles wieder gut sein wird. Also ich gehe trotzdem, auch wenn es mir schlecht geht, mit einer positiven Aussicht ins Bett, dass der Tag rum ist. Morgens ein neuer Tag, ein neuer Start. Umso besser, wenn der Folgetag ein Montag ist. Ich liebe Montage. Es gibt ja viele, die Montage hassen. Aber ich finde Montage großartig, weil es der Start einer neuen Woche ist und da ist alles drin. Und ja, ich finde es toll, genauso wie ich den Morgen liebe. Wenn ich aus meiner Negativität raus möchte, schreibe ich mir auch ganz oft neue Motivationspläne. Mhm. Ich bin ja ein Typ Mensch, der gerne Pläne schreibt, egal wie lange die halten, aber einen Plan gibt es immer irgendwie. Und das motiviert mich. Also mir hilft es, egal ob ich mich nur eine Woche dran halte, aber einen Tagesplan zu strukturieren, und dann bin ich am nächsten Tag auch stolz und motiviert. Und wenn ich dann noch mit meinem Yoga und der Meditation in den Tag starte, ganz zum Schluss möchte ich noch ergänzen, das mache ich noch nicht allzu lange, es hilft aber ungemein, ist auch Teil meiner Meditation, dass man einfach jeden Tag sich auch bewusst macht, für was man dankbar ist. 5 Dinge am Morgen oder bei der Meditation aufzählen oder aufschreiben, für die man dankbar ist. Ja. 5 Menschen, für die man dankbar ist, dass sie Teil deines Lebens sind oder meines Lebens in dem Fall. Mhm. Und dass ich mir visualisiere, was ich an dem Tag erreichen möchte. Und ich versuche das auszumalen, ich versuche in dem Moment zu leben. Also einfach, ja, bewusster mal über die Dinge nachzudenken und wieder Dankbarkeit zu empfinden. Super wichtig. Und ja, das ist für mich eigentlich so das Elixier. Vielleicht sogar das Wichtigste von allem, welches einfach hilft, in die Positivität zu kommen, hilft auch, sich mit sich selbst zu verbinden, wieder sich zu zentrieren und positiv gestimmt zu sein. Ich denke, das wäre auch unser Fazit, dass man selbst für sein Glück gewissermaßen verantwortlich ist, dass das alles auch eine Einstellungssache ist, dass man sich immer auf Glück oder für Glück sensibilisieren kann oder auf Glück einstellen kann. Und um es zuzulassen auch, Glück muss man eigentlich nur zulassen. Es ist überall. Genauso wie man die negativen Dinge im Leben findet, findet man auch die positiven. Und wenn man es alleine nicht schafft, dann gibt es im Internet super viele Inspirationen, auf YouTube super viele Inspirationen. Und es gibt auch professionelle Menschen, die einen auf dem Weg begleiten, wenn man selbst nicht rausfindet. Aber das Leben ist viel zu kostbar, um unglücklich zu sein. Stimmt. Und das in die Welt zu tragen, steckt ja auch andere an. Und daran kann man auf jeden Fall arbeiten, genauso wie man auch an seinem Optimismus arbeiten kann. Wir sind auch der Meinung, wir haben ja auch schon vorher über das Thema gesprochen, dass es auch wichtig ist, diese Emotionen zuzulassen, dass es wichtig ist,
traurig zu sein, traurig sein zu dürfen, Wut zu empfinden und die auch mal rauszulassen, aber sich nicht darin zu verlieren, also wieder zurück zur Basis und zum Gleichgewicht zu kommen und in die Positivität zu finden, um das Leben auch zu genießen und anderen Menschen auch die Positivität mitzugeben. Ja, so schreibt uns doch gerne mal, wie ihr das seht. Ob ihr euch eher als positiven, optimistischen Menschen einschätzt oder eher negativ und wenn es euch dann mal erwischt, wie ihr damit umgeht und vor allem, wie ihr wieder rauskommt. Ja, und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in einer Woche wieder einschaltet. Abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und aktiviert das Glöckchen. Dann werdet ihr auch über unsere kommenden Videos informiert. Den Daumen auch gerne und ja, bis dahin, tschüss. Tschüss.